Die vier indianischen Gesetze der Spiritualität. Das erste Gesetz sagt: Die Person, die dir begegnet, ist die richtige. Das heißt, niemand tritt rein zufällig in unser Leben. Alle Menschen, die uns umgeben, die sich mit uns austauschen, stehen für etwas, entweder um uns zu lehren oder uns in unserer Situation voranzubringen. Das zweite Gesetz sagt: Das, was passiert, ist das Einzige, was passieren konnte. Nichts, aber absolut nichts von dem, was uns geschieht, hätte anders sein können. Nicht einmal das unbedeutendste Detail. Es gibt einfach kein: Wenn ich das anders gemacht hätte, dann wäre es anders gekommen. Nein, das, was passiert, ist das Einzige, was passieren konnte und musste passieren, damit wir unsere Lektionen lernen, um vorwärts zu kommen. Alle, ja jede einzelne der Situationen, die uns im Leben widerfahren, sind absolut perfekt, wenn auch unser Verstand, unser Ego sich widersetzen und es nicht akzeptieren wollen. Das dritte Gesetz lautet: Jeder Moment, in dem etwas beginnt, ist der richtige Moment. Alles beginnt genau im richtigen Moment, nicht früher und nicht später. Wenn wir dafür bereit sind, damit etwas Neues in unserem Leben geschieht, ist es bereits da, um zu beginnen. Das vierte Gesetz sagt: Was zu Ende ist, ist zu Ende. So einfach ist es. Wenn etwas in unserem Leben endet, dient es unserer Entwicklung. Deshalb ist es besser, loszulassen und vorwärts zu gehen, beschenkt mit den jetzt gemachten Erfahrungen. Ich glaube, es ist kein Zufall, was uns passiert. Es stimmen diese Gesetze. Jeder Tag ist ein wunderschöner Tag, um glücklich zu sein.